Abenteuer auf Jupiter. Mit Hilfe des magischen Silbererzes finden unsere Freunde nun leicht den Weg. Dieser ist länger als sie dachten. Mal ist es der linke Gang, mal der rechte, mal sind es viele Gänge, von denen einer nur der richtige ist, und plötzlich leuchtet das Erz rot auf. Unseren Freunden droht Gefahr. Schnell zurück, dort oben lösen sich Felsbrocken. Im letzten Moment reißt der Kommandant seinen Co-Pilot mit dem Baby und dieser die Schildkröte zurück. Krachend stürzen vor ihnen einige schwere Felsbrocken zu Boden. Wenn uns das magische Erz nicht gewarnt hätte. Dann legen wir es unter diesen Felsen begraben. Schaut hier, Freunde, an der Seite. Dort ist ein Durchbruch. Vielleicht kommen wir hier weiter. Ja, hier sind wir richtig. Das Silbererz leuchtet blau. Hier an der Wand entlang. Vorsicht, hier ist stockfinster. Warum ist es hier denn so heiß? Vorsicht, bleib stehen! Das Silbererz leuchtet rot! Ja, es leuchtet so hell, dass man etwas sehen kann. Himmel! Ein Schritt weiter und wir werden in siedendes Öl getreten. Dort ist ein schmaler Steg, der durch das Öl hindurchführt. Ja, da leuchtet das Erz blau. Als sie mitten auf dem Steg gehen, entzündet sich das Öl und links und rechts von ihnen entsteht eine Feuerwand. Sie gehen mutig weiter und kommen tatsächlich unversehrt in einen grünlich schimmernden Gang. Der Weg führt immer steiler nach unten und wird immer breiter und höher. Und da vorne wird es ganz hell. Freunde, ich glaube, wir sind da. Schaut euch das an! Das muss der Palast von Atraxa sein. Dieses gleißende Licht tut in den Augen weh. Ja, der Palast ist aus Eis gebaut. Und von innen her schimmert dieses grünliche Licht. Kommen wir denn über diesen riesigen See zum Palast hinüber? Kein Problem, Freunde. Setzt euch alle auf meinen Rücken und ich rudere euch hinüber. Seht, Freunde, die Roboter von Atraxa haben sich schon aufgestellt, uns zu empfangen. Jetzt seid ihr dran. Sind die Wächter von Atraxa. Geht um und kehrt niemals wieder, sonst werden wir euch vernichten. Wir können uns nicht aufhalten. Zieh den Laserstrahler, Giroquest. Feuer! Ja, wir kommen noch näher. Sie ziehen sich zurück. Sie fliehen. Sie wissen genau, dass sie gegen eure Laserstrahler machtlos sind. Los! Und jetzt in den Palast. Da, schau! Der Eingang öffnet sich. Wie von Geisterhänden öffnen sich die zwei riesigen Tore.
neben denen zwei große Säulen angebracht sind. Unsere Raumfahrer erkennen unschwer in ihnen die Raketen, mit denen das Volk von den fernen Sternen gekommen war. Mutig, aber dennoch zielbewusst, betreten sie den unheimlichen Palast. Eine Eiseskälte schlägt ihnen entgegen. Sie dringen weiter in den Palast ein. Was ist denn das? Ein riesiges Pendel! Es rast von der einen zur anderen Seite des Saales. Und richtig, unsere Freunde befinden sich jetzt in einem riesigen Saal, groß wie der Innenraum einer Kathedrale. Von oben herab schwingt ein riesiges Pendel, das auf dem gewölbten Boden keinen Raum zum Durchgehen lässt. Das ist das Pendel der Macht. Es ist messerscharf, Freunde. Wie sollen wir hier durchkommen? Auf der anderen Seite, dahinter, befindet sich das Herz dieses Palastes. Es ist das Steuerzentrum. Von hier werden alle Roboter gesteuert. Das müssen wir zerstören. Wir springen einfach hinüber, wenn das Pendel auf der anderen Seite ist. Nein, das geht nicht. Das Pendel bewegt sich schneller, wenn man sich hinüber bewegen will, und tötet einen auf jeden Fall. Das können wir nicht wagen. Hört mal her, das Pendel bewegt sich haarscharf über dem Eisboden. Wir schmelzen mit unserem Laserstrahler einen Graben ins Eis. Direkt unter der Laufbahn des Pendels. Genau, und dann kriechen wir unter dem Pendel durch. Also los! Es funktioniert! Das Eis schmilzt! So, das genügt. Ich krieche als Erster. Ich reiche dir das Kind nach. Geschafft. Jetzt die Schildkröte. Oh, Freunde, wenn das nur gut geht. Gut, und jetzt ich. Nachdem unsere Freunde alle glücklich auf der anderen Seite des Pendels angelangt sind, gelangen sie durch einen langen Gang und eine große Treppe endlich zum Herzen des Palastes. Das Schaltzentrum besteht aus einem großen Raum, an dessen Stirnseite tausende von Lampen glühen und leuchten. Unsere Freunde schauen sich diese Anlage an und überlegen, wie sie diese am ehesten zerstören können. Wir schießen einfach mitten in die Zentrale hinein. Ja, ja, das ist der beste Weg. So geht's am schnellsten. Es brennt! Es explodiert! Zurück! Schnell in Sicherheit! Mehrere Explosionen und ein großes nachfolgendes Feuer vernichten endgültig die Schaltzentrale, von der aus Atraxa ihre Soldaten, die Roboter, steuern konnte. Aus den lodernden Flammen tritt eine große Gestalt mit schwarzen Haaren heraus, deren Kleider ebenso wie das Feuer zu brennen scheinen. Mit wutverzerrtem Gesicht tritt sie auf unsere drei Abenteurer zu. So, ihr habt es also gewagt, vor Atraxa zu treten. Das werdet ihr bitter bereuen. Ihr habt zwar meine Roboter überwunden, aber meine magischen Blitze werden euch vernichten!
Ich beherrsche diesen Planeten und werde mich nicht durch euch Wichte behindern lassen. Da steht ihr nun und schweigt. In eurer maßlosen Überheblichkeit habt ihr wohl geglaubt, Atraxa besiegen zu können. Was ist denn das? Ein Kind! Wo kommt das her? Oh, ich verstehe. Diese rote Armee hat euch eingeweiht. Verflucht sollt ihr sein! Ihr seid verloren, Atraxa. Eure Zauberkraft ist gebrochen. Das Neugeborene nimmt euch jede Kraft zum Zaubern. Jede Kraft der Magie. Jetzt seid ihr am Ende. Gut, ich habe verloren. Aber ich werde niemals in eure Hände fallen. Ich werde in 1000 Eiskristalle zerspringen. Weg ist sie, dieses böse Weib. Wir haben es geschafft. Wir haben das Volk von Jupiter gerettet. Ja, Freunde, durch eure Hilfe. Und nun seht, das magische Silbererz erglüht. Es ist wahr. Die Weissagung hat sich erfüllt. Ihr seid gekommen von der Erde, um unser Volk zu befreien. Ihr habt das Böse überwunden. Das Gute hat gesiegt. Habt Dank, Freunde. Ihr habt eure Mission erfüllt. Mein Volk wird euch reich dafür belohnen. Und jetzt kommt weg von diesem unwirtlichen Ort. Hallo Kinder, da bin ich wieder. Na, habt ihr schön gespielt? Ja, wir haben viele Weltraumabenteuer erlebt. Wir sind gerade fertig. Beim Jupiter, wie sieht es denn hier aus? Aber nun macht Schluss. Kommt, das Essen ist fertig. Und hier endet die Geschichte von Wolfi und Uli, die schwere Prüfungen und Abenteuer auf Jupiter erlebten. Hier endet auch das Hörspiel, das wir für euch gemacht haben. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Abends will der kleine Bill nicht schlafen. Abends träumt er von dem Mann im Mond. Mit Raketen zu Planeten will er fliegen, um zu sehen, wer dort oben wohnt.